Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play zu Mass Effect Andromeda. Ich bin's wieder, euer Florian TV, heute am Start. Und wie ihr beim letzten Mal schon gesehen habt, haben wir ja auf jeden Fall ziemlich weit sind wir gekommen. Und ich würde sagen, da machen wir jetzt auch weiter in der nächsten Mission. Und ich würde sagen, wir machen den Weg nach Meridia. Und ja, schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Nach Meridia. So, dann würde ich sagen, müssen wir wahrscheinlich erstmal mit ihr hier sprechen. Pathfinder, genau sie wollte ich sprechen. Meridian, von seinen Schöpfern auf den Weg geschickt, aus der Bahn geworfen von der Geißel und jetzt verschwunden. Ein unbemanntes Schiff ist den Meeresströmungen ausgeliefert. Also, stellen Sie sich Meridian als Schiff vor und die Geißel als Meer. Wenn es uns irgendwie gelingt, die Strömungen vorherzusagen und zu verfolgen, könnten wir herausfinden, wohin das Meer das Schiff getrieben hat. Tja, das wäre eine gute... Das ist brillant. Das ist genial. Die Geißel ist das Meer, in dem Objekte hin und her bewegt werden. Es ist natürlich keine exakte Analogie, aber es veranschaulicht, was ich meine. Dr. Enbors Vorschlag könnte wirklich unsere beste Chance sein, Meridian zu finden. Wenn wir mehr über die Geißel wissen, können wir sagen, wie sie die Dinge beeinflusst, die mit ihr in Berührung kommen. Tja. Das heißt, wir brauchen mehr Daten, Sonden für die Geißel, angaranische Sternenkarten. Die Initiative hat vor 600 Jahren Karten von Helios angefertigt. Perfekte Bezugsdaten. Ich kann sie mit Helios in seinem jetzigen Zustand vergleichen, aber ein Datensatz wird nicht ausreichen. Sam, was genau brauchen wir? Daten direkt aus der Geißel. Gesammelt von an Schlüsselpositionen platzierten Sonden. Sobald genügend Daten erfasst wurden, brauchen wir Ressourcen der Initiative für deren Auswertung und Analyse. Oh. Anschließend kann ich ein Vorhersagemodell erstellen, um den Kurs von Meridian zu berechnen. Tja, ich hoffe, dass es funktioniert. Das klingt doch nach einem Plan. Ob er funktioniert, wissen wir erst, wenn wir es ausprobiert haben. Oh nein. Die Leute zählen auf uns. Suchen wir ihnen ein Zuhause. Tja, mit dem Datenerfassung. So, dann würde ich sagen, dann fangen wir schon mal an. Sind jetzt im Orbit von Kadera. So. Dann schauen wir mal. Also, das heißt, wir müssen jetzt nach Meridia im Weg nach Hause hinfliegen. Bin ja mal gespannt, ob wir überhaupt da ankommen, Heile, oder ob da wieder der Archon uns im Weg steht. Müssen wir Daten erfassen. Oh, 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 oh. Das ist natürlich jetzt wieder so eine Win-Win-Situation. Puh. Ich empfange etwas. Ja, dann reisen wir doch mal dahin zu jedem einzelnen Planeten jetzt. Scannen den und gucken, ob wir das System zu 100% analysieren können. Vielleicht bringt es was, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. Aber zumindest wissen wir dann mehr über das Cluster-System. Oder wie es auch immer heißt. Okay, das sieht aus wie nur nach einem Planet. Gut, dann fliegen wir zum nächsten Planeten, weil hier gibt's ja nichts. Tja, das sind meistens immer nur Gasplaneten oder irgendwelche anderen Planeten, wo nichts zu holen ist. Leider. Aber wenn wir das gründlich analysieren, sollte uns vielleicht die Möglichkeit geben, dass wir vielleicht eventuell... Ich empfange etwas. Sonde unterwegs. Oh, eine Sonde. Satellit entdeckt. So, Milchstraßenforschungsobjekt. Alles klar, gut. Dann haben wir das ja jetzt auch schon geklärt. Gut, auf zum nächsten Planeten. Anomalie auf den Sensoren. Dann fliegen wir nach Dain. Herrgott, nochmal, das kann ja mal interessante Daten geben, wer weiß. Ah, dass die Satelliten so weit durchs All fliegen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber naja, warum denn nicht? Wir müssen ja ein neues Zuhause für die Bevölkerung finden. Ach, der sieht ja aus wie der Planet Erde.
Ungefähr. Anomalie geortet. So, und? Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Oh ja, das bauen wir gleich mal ab. Sehr gut. Da haben wir Eisen, das ist sehr gut. Dann können wir, auf den Sensoren. Dann kommen wir da schon ziemlich weit voran. Naja, hoffentlich finden wir da Meridian. Ich bezweifle es gerade, dass wir überhaupt wirklich da ankommen. Aber naja, mal gucken. Das Universum ist groß genug, da werden wir ja noch das ein oder andere Überraschung hier überleben. Ich empfange etwas. Schicke Sonde aus. Erhalte Scandaten. Oh, Oberfläche 16 Millionen Quadratmeter. Oh, EP. Okay, und dem. Tja, also auf diesem Planeten möchte ich dann doch nicht leben. Anomalie geortet. So, zu 100% entdeckt haben wir das jetzt. So, der Weg nach Hause, Meridian. Dann fliegen wir gleich ins nächste System. Müssen irgendwie Forschungsdaten sammeln. Naja, in der Hoffnung, dass es dann funktioniert, liebe Zuschauer. Kann man nur euch auch empfehlen, dass ihr das ganze System einmal scannt. Damit man hier die Leute. Ich habe die Theorien von Kindrak studiert. Oha. Ein echter turianischer Aeronaut. Er hat als erster den Ozean in einem Ballon überquert. Auf Palavan? Mutig, es gibt dort kaum Stellen, die weich genug für eine Landung sind. Ich empfange etwas. Tja, Leute, das sieht wohl nicht besonders gut aus, aber wir müssen ja Daten sammeln, leider. So, das ist unsere Mission. Und wenn wir jetzt eine halbe Stunde hier Planeten scannen, dann, ja, passiert hier auch nichts groß Spannendes. So. Okay, das ist auch ein Planet, der wieder mal nicht so toll ist. Anomalie auf den Sensoren. Ja. Auf zum nächsten System. Oder Planeten. Wie man das auch nennt. Schließlich müssen wir da ja auch mal ein paar Daten sammeln. Okay, der Planet sieht auch nicht besonders sehr toll aus. Anomalie geortet. Schicke Sonde auf. In diesem Gebiet kommt es gewöhnlich zu massiver Geiselaktivität. Was? Es könnte sich lohnen, hier eine Sonde zu platzieren. Oh ja, Forschungsdaten habe ich auch schon gedacht. Naja, wir fliegen hier immer nur im Kreis herum, mehr oder weniger mit dem Raumschiff. Solange der Treibstoff uns hier nicht ausgeht. Oh, was ist das denn? Ach du Scheiße. Wir sind jetzt an einem geeigneten Navpunkt, um Daten der Geisel zu erfassen. Ah, okay, Fortschritt. Anomalie geortet. Sonde gestartet. Orte die Überreste eines Schiffes. Oh, da müssen wir doch gleich mal hinfliegen, gucken. So. Mal gucken, was das für ein Schiff ist. Also, ich bin ja mal gespannt. Wahrscheinlich irgendwelche Wracks, die... Oh, du Scheiße, was ist denn hier passiert? So, ey, ey, ey. So, 60% haben wir erforscht. Dann würde ich sagen, fliegen wir da noch zu dem Planeten und dann ab ins nächste System. Mehr oder weniger. Eigentlich müssen wir es zu 100% aufdecken. Das war jetzt so der Plan. Eigentlich. Dass wir da noch mehr Daten haben hier für den Planeten und wissen. Anomalie geortet. Na? Sonde
Sonde unterwegs. Anomalie gefunden. Wrackteile, okay. Gut, das ist schön, dass wir Wrackteile hier finden auf unserem Planeten. Dann können wir jetzt noch zu dem reisen und dann haben wir das System auch zu 100% durchgeforscht. Eigentlich, wir sind schon wieder, die Menschheit ist schon wieder einen Schritt weiter in dem Punkt. Wer weiß, was man noch alles in diesem Universum hier findet. Außer Geröll und Gestein findet man da ja auch nicht sehr viel. Wrackteile, Leichen, die rumfliegen. So, das haben wir zu 100% ja, erkundet. Jetzt können wir mal gucken. So, dann reisen wir gleich ins nächste System. Unser Raumschiff ist da ja mit modernster Technologie ausgestattet. Also daher, die Tempest sollte damit sehr gut ausgestattet sein. Das ist eines der abgelegensten Systeme des Clusters. Wir sind am äußeren Rand. Aufregend, nicht wahr? Naja, es geht. Anomalie geortet. In diesem Gebiet kommt es gewöhnlich zu massiver Geiselaktivität. Es könnte sich lohnen, hier eine Sonde zu platzieren. Haben wir das nicht gerade schon getan, eine Sonde zu platzieren? Ja. Aber wenn wir wissen, wie das System funktioniert hier, dann ja. Und noch mehr wissenschaftliche Daten sammeln, dann ist das auch gut. Ach du Scheiße, was ist das denn für eine Mutation? Sonde zur Datenerfassung ist einsatzbereit. Geißel. So, 2 von 3 Clustern sind der Geiselerfassung. Gut. Und dann werden wir mal ins äußerste System reisen. Da noch hinreisen und da nochmal machen. Und dann kommen wir auch hoffentlich weiter. Schließlich müssen wir ja im Universum, das Universum ja eigentlich retten. Aber naja, ihr werdet das schon machen. Im Grunde müsst ihr eigentlich nur hier so ein bisschen scannen. Na doch, wir. Es ist unsere Aufgabe, die Ersten zu sein. Anomalie geortet. Sonde unter. Das hier ist einer der ausgewählten Nachpunkte zur Datenerfassung. Wir sollten eine Sonde absetzen. Haben wir das nicht gerade schon bereits getan? Dann fliegen wir da jetzt auch hin und gucken uns das ganz genau an. Tja. Sonde zur Datenerfassung ist bereit. Wir können sie jederzeit in Position bringen. Datenkapsel. So, mit der Crew über die Erforschung der Geißel sprechen. Naja, dann werden wir da mit der Crew jetzt mal drüber reden. So, auf mit der Crew. So, die Crew. Dann schauen wir mal. Berechne Reliktschiff-Dynamik. Sam? Erstelle Vorhersagemodell. Zwischen der Reliktstadt, Meridian und der Erklärung, wie die Geißel da reinpasst. Mit Verlaub, das ist alles echt kranke Scheiße. Haben wir mit, tja. Ziemlich viel los hier oben. Habe ich bekommen, was wir gebraucht haben? Sie haben in der Tat etwas bekommen. Den Schlüssel zu allem. Hier drin. Die Mutter aller Navigationshilfen. Bringen Sie das zurück zur Reliktstadt. Finden Sie einen Override und Ihre Schiffe werden denselben Vektor fliegen wie Meridian. Inklusive Korrekturen wegen der Geißel. Sie erhalten die exakte Position. Das Herz des Gewölbenetzwerks. Wir können es schaffen. Na, dann müssen wir jetzt aber ganz schnell dahin. Naja, mehr oder weniger müssen wir uns dahin. So. Ich empfange etwas. Schicke Sonde aus. Anomalie gefunden. Naja, dann müssen wir jetzt noch ein Wrackschiff analysieren und dann schauen wir mal. Eigentlich mit genügend Material sollten wir doch zur Reliktstadt, ja. So. Na, hier sind schon einige Schiffe kaputt gegangen. So, und Meridian.
Der Weg nach Hause ist... Okay, dann würde ich sagen, let's go. Dann reisen wir da mal hin. Gott, hier sind aber einige Sachen schon, die im Müll als Weltall rumschweben. Mehr Müll als einem lieb ist. Oh. Darf man gar nicht so lange reingucken, wird einem ja schlecht bei, Mensch. So, jetzt sind wir da. Jetzt müssen wir nur auf diesem Planeten. Anomalie geortet. Es fühlt sich anders an, jetzt wieder hierher zurückzukommen. Wir sind jetzt anders. Wir sind bereit. Sam hat einen möglichen Override für die Reliktschiffsteuerung markiert. Einen Turm mit einem unabhängigen Energienetz. Er könnte eine der Steuerungen sein, mit denen Meridian verlegt wurde. Und eine Möglichkeit, es wiederzufinden. Andockburg Meridian. Naja. So, haben wir jetzt bessere Panzerung. So, eigentlich bräuchten wir... Windhelm. So, dann bräuchten wir noch die bessere Panzerung. So, bessere Beine. So, und... Achso, das haben wir ja schon. Und bessere Munition, aber das haben wir ja schon alles. Alles klar, dann würde ich sagen, let's go! Da müssen wir uns wieder durchkämpfen. Es sieht alles gut aus, Pathfinder. Finden Sie den Override, setzen Sie diese Hardware ein und die Relikte werden denselben Vektor fliegen wie Meridian. Und all unsere gemeinsame Arbeit wird sich bezahlt machen. Mehr als bereit. Sind Sie bereit? Ja, unsere Zeit ist gekommen. Alles, was wir geleistet haben... hat uns hierher geführt. Tempest, wir gehen rein. Ach ja, das Leben ist kein Wunschkonzert, aber wir schaffen das schon. Es ist alles ruhig, aber irgendwas hat sich verändert. Die Orbitalscans haben ein autarkes Energienetz innerhalb des Turms entdeckt. Und das heißt? Die Verteidigungssysteme sind möglicherweise nicht auf unserer Seite. 145 Meter bis zur mutmaßlichen Override-Steuerung. Durch die Tür. Seien Sie wachsam. Tja, ist jetzt die Frage, wo müssen wir denn lang? Oh, war ja. Relikte. Und sie sehen nicht freundlich aus. Das ist doch untertrieben! Da kommt noch mehr! Sie wollen diesen Ort um jeden Preis verteidigen! Das gehört uns doch hier! Mensch! Das hat wird schwächer! Weiter so! Stufenaufstieg, das müssen wir dann doch gleich mal machen, uns verbessern. Ups. Wir haben uns ja Jarl, können wir gleich verbessern. Der sollte doch eigentlich Haftbomben. So, den haben wir jetzt verbessert und meinen Kampf. Universalgranate, Werkzeug, Betäubungsschuss, Barrikade, Turbolader, was haben wir denn? Schrott finden, Pistole, Sturmgewehr haben wir schon alles. Tja, dann müssen wir wohl die Technik nehmen. Mal ein bisschen auf Eindämmung. So, und Turmangriff. Und die Nova gehen drauf gehen. So.
Perfekt, super. Wir müssen ganz in der Nähe der Steuerung sein. Ah. Gehen wir weiter. Oh ja. Autsch. Das war nicht gut. Eine letzte Relikttür. Die Steuerung liegt direkt vor Ihnen. Die Na, wunderbar. Daten auf mehrere Startbuchten sowie mögliche Informationen zu verwenden. Naja. Sir, ist alles bereit? Relevante Daten für Upload bereit. Okay, dann wollen wir mal. Die Relikt-Schiffe sind gestartet. Sie folgen dem Override-Vektor. Die Geißel bewegt sich, aber sie kommen durch zu was auch immer. Oh, Meridian. Meridian, Pathfinder. Ist das ein Planet? Er sieht künstlich aus. Kann das stimmen? Laut Daten ist er hohl. Eine autarke Saatwelt, das Herz des Gewölbenetzwerks. Wird sie reaktiviert, beeinflusst das alle verbundenen Planeten. Sie kann Heliges zu einer Heimat machen. Wir haben gemeinsam geschafft. Auf diesen Tag hat jeder von uns hingearbeitet, seit wir unsere Galaxie verlassen haben. Meinen Glückwunsch, Pathfinder. Oh nein, der Archon schon wieder. Welch großer Tag für uns alle. Oh, nicht gut. Dieser verdammte Archon. Ich hatte dich für einen würdigen Rivalen gehalten, aber du bist eine Fälschung, eine Lüge. Als ich erkannte, was dich zu etwas Besonderem machte, deine Verbindung, wusste ich, wie und wann ich sie dir nehmen würde. Oh. Ich habe zugelassen, dass du Meridian findest. Und jetzt werde ich deinen Stern benutzen, um es zu einer Waffe zu machen. Ganz Helios wird aufsteigen. Oder eure Welten werden eine nach der anderen sterben. Angefangen mit Eos. Alles, was ich brauche, ist ein Implantat wie deines. Und dank deiner Erinnerungen weiß ich, wer noch eines besitzt. Ein weiterer Grund, die Hyperion zu kapern. Na toll, wir haben versagt. Hört sich in die Finsternis, Pathfinder. Du warst beinahe würdig. Na toll. Tja, das war's dann wohl. Jetzt haben wir ein Problem. Der Archon hat uns überlistet. Das war's. In die Krankenstation, dort sind sie sicher. Was geht hier vor? Wüsste ich auch gern. Hallo, Sarah. Sam? Wie kommst du? Was ist da draußen los? Sie töten die Leute. Kehrtruppen durchkämmen das Schiff. Sie suchen nach ihnen. Sarah, der Pathfinder braucht ihre Hilfe. Das ist verrückt. Er hat Meridian doch fast. Der Archon hat meine Verbindung zum Implantat ihres Bruders unterbrochen. Wird sie nicht manuell wiederhergestellt, stirbt er. Was? Sarah, bitte. Holen Sie sich an die Proka 4 eine Waffe. Verdammt. Ja. Worum geht es hier, Sam? Was weißt du? Der Archon hat es nicht auf die Hyperion abgesehen. Habe ich denn hier überhaupt irgendwie Möglichkeiten? Er hielt sie und mich. Sie haben das gleiche Implantat wie der Pathfinder. Er wird uns benutzen, um Meridian zu kontrollieren. Und ihr Bruder wird sterben. Der Archon wird ihn töten? Nein. Mich zu verlieren wird ihn umbringen. Mhm, okay. Es tut mir leid, dass ich Ihnen im Kampf nicht helfen kann. Ich habe zu viele Funktionen des Implantats Ihres Bruders übernommen. Mich zu verlieren wird ihn töten. Als die Kommunikation ausgefallen ist, ist also auch er zusammengebrochen? Beeilen Sie sich, Sarah. Ja, ich würde mich ja gerne beeilen, aber ich muss mich hier durchkämpfen erstmal. Achtung, Sarah, erschießen Sie sie! Verdammt, dieser Archon! Sarah, Sam sagte, Sie wollen sich zum Funk-Override durchkämpfen. Das können Sie nicht. Ich weiß, Sam ist vollkommen verrückt geworden. Nein, was ich meinte ist, nehmen Sie den Wartungszugang. Wenn der Pathfinder in Schwierigkeiten steckt, müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um ihm zu helfen. Na, let's go. Dann würde ich ja mal sagen, sehen wir zu, dass wir das schaffen. Haltet sie auf! Sarah muss diesen Wartungszugang erreichen. Das heißt,
halten Sie nicht lange durch, dann... Dann beeilen Sie sich besser. Sehen Sie zu, dass ich zum QVK komme. Verdammt nochmal, jetzt gehen Sie schon! Na los, Sie müssen in den Zugangstunnel. Wir werden Sie aufhalten. Na toll. Sam, dann wird nicht lange durchhalten. Wie sieht der Plan aus? Sie müssen ein Reboot-Signal senden. Es wird das Implantat Ihres Bruders rekonfigurieren. Neustart. Puh. Und er wird vermutlich den Archon alarmieren. Dann weiß er, wo ich bin. Es tut mir leid. Mir auch, Sam. Mir auch. Leia Shurit! Na toll, das war's. Game over wahrscheinlich. Oh mein Gott. Und ich dachte, wir hätten schon so... Geht einfach nicht auf, verdammt! Tempest, der Pathfinder ist zusammengebrochen. Bitte kommen! Tja. Ryder, ich dachte schon, wir hätten sie verloren. Die Hyperion ist offline, genauso wie Sam. Wir müssen wieder zurück. Moment mal, das geht nicht. Das ist eine Relikttür. Sie brauchen Sam. Wir müssen zurück. Puh, das wird anstrengend. Das wird anstrengend, sage ich euch gleich. Hören Sie auf, das schadet Ihnen nur. Wir finden einen anderen Weg. Wir müssen zurück. Sie bewegt sich. Ryder, das reicht jetzt. Ich kann es schaffen. Sie sehen mitgenommen aus. Stehen Sie das durch? Wir müssen zur Tempest. Beeilung! Es wäre nett, wenn... Versuchen Sie es jetzt mal. Pathfinder. Oh, bitte kommen. Wir hören Sie, Tempest. Ich hab ihn. Ich hab... Hey! Pathfinder, die Cat haben die Kommunikation lahmgelegt und die Hyperion gekapert. Ich weiß. Der Archon hat das geplant, seit wir auf seinem Flaggschiff waren. Er hat mich benutzt. Dieser scheiß Archon. Pathfinder braucht medizinische... Hilfe. Wir erhalten Berichte von überall. Sämtliche verbliebenen Catschiffe haben sich in Bewegung gesetzt. Das hat der Archon veranlasst. Wenn er Meridian bekommt, wird er Welten zerstören. Angefangen mit Eos. Er denkt, er hätte gewonnen. Pathfinder? Es fühlt sich irgendwie so an, als hätte er damit recht. Tja, nein, hat er aber nicht. Da sind sie ja. Sie müssen damit aufhören. Ich werde es versuchen. Was ist mit der Arche? Sie ist immer noch mit einer kleinen Flotte auf dem Weg nach Meridian. Sie haben das letzte Signal von ihr empfangen. So leicht gehen wir nicht auf. Wir müssen hinterher. Wir brauchen einen Plan. Schiff stoppen, Arsch töten. Und wie? Wir sind da nicht hilflos. Wir sind vielleicht unterlegen, aber es gibt immer einen Weg. Immer. Einen Weg. Er hat die Hyperion. Und damit wie viele tausend Geiseln? Wie viele Welten zerstört er, wenn wir nichts tun? Und wie viele retten wir, wenn wir uns umbringen lassen? Tja, irgendwas müssen wir tun. Ich weiß, aber die Tempest ist nur ein Schiff und sie ist unbewaffnet. Oh mein Gott, was habe ich nur getan? Können Sie sie dazu bringen, für uns zu kämpfen? Damit können wir die Cat schlagen.
Diese Hoffnung könnte andere dazu bringen, uns zu helfen, aus dem gesamten Cluster. Gemeinsam haben wir eine echte Chance. Ziehen wir in ein letztes Gefecht. Ich habe eine Kampfflotte aus dem Nichts erschaffen. Wenn uns all unsere Freunde beistehen, können wir den Archon besiegen. Wir werden es schaffen. Versuchen wir es. Oh, und unsere Verbündeten. Sie alle haben in Helios Leute, die ihnen wichtig sind. Und wir brauchen sie. Doch nicht für den Einsatz gegen den Archon. Das machen die Relikte. Wir kämpfen für unsere Zukunft. Aber alles wäre sinnlos, wenn niemand sie erlebt. Tja, so sieht das aus. So sieht das aus, liebe Leute von heute. Alle bereiten sich vor, Pathfinder. Aber wir beide sollten uns unterhalten. Kommen Sie auf die Brücke. Ich weiß, es ist viel verlangt. Unheimlich viel. Aber was wäre die Alternative? So, dann kommen wir jetzt mal auf die Brücke und dann let's go. Ich habe hier hinten alles im Griff. Das Board ist aktiv und stabil. Genau, ich muss auf die Brücke. Genau so sieht's aus. So sieht das aus. Weiß ich doch auch nicht, Kumpel. Schauen wir mal. Zur Mission aufbrechen. So. Ich habe gesehen, was da draußen passiert ist. Das hoffe ich doch. Sonst hätte ich eine wirklich gute Ansprache vergeudet. Das meine ich nicht. Und das wissen Sie auch. Es bereitet Ihnen Schmerzen, die Relikte ohne Sam zu benutzen. Gewaltige Schmerzen. Es ist nichts. Nur ein bisschen Nasenbluten. Gil kann einen Luftbefeuchter auf der Brücke installieren. Dann hat sich die Sache. Lassen Sie das. Ich bin nicht blind. Es mag schon sein, dass Sie eine Flotte aufstellen können und einen Haufen Entdecker dazu bringen, sich einen Tag lang wie Soldaten zu verhalten. Aber eines weiß ich. Wir würden es nicht verkraften, noch einen Pathfinder begraben zu müssen. Ich hoffe, dazu wird es nicht kommen. Ryder? Oh nein, das ist nicht gut. Das wünsche ich uns allen. Definitiv. Das wird jetzt... Oh, das ist wunderschön, nicht wahr? Diese Waffe, sie hat Leben erschaffen. Und doch sehe nur ich ihr wahres Potenzial. Und kann es sogar nutzen. Tja, der Archon. Ich sah dich von meinem Schiff aus, im Gedächtnis des Pathfinders. Du hast ein Implantat und die Verbindung. Diese Verbindung bringt mir Meridian. Dann wird sich Helios beugen oder brennen. Vergessen Sie's. Mein Bruder wird sie aufhalten. Das werden wir bald wissen, denn dein Pathfinder ist bereits hier. Und eine ganze Flotte. Du trotzt weiterhin deinen Einschränkungen. Beeindruckend. Geht's dir gut? Er spinnt. Wenn wir uns nicht beugen, wird er mit Meridian alle töten. Deshalb wollte er mich und Sam. Falls das ist, müsste ich mich schuldig fühlen. Ihr Aufstieg ist ein Geschenk. Wer das nicht erkennt, verdient den Tod. Du beherrschst die Relikte noch, aber es begann mit Sam und dem Implantat. Ich habe beides. Ich brauche dich nicht mehr, Pathfinder. Aber da du dich weiter einmischen willst, werde ich mich mit dir befassen. Oh oh, was für eine Schlacht, Leute. Wir schaffen das schon. Sie kommen von allen Seiten. Wir brauchen Deckung. Bleib beim Relikt. Gütige Mutter, das ist, als müsste man Aya ausweichen. Heilige Scheiße, das Wir ist ja... Der Klemme, Ryder. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Die Geißel oder die Cat? Die Geißel und die Cat.
Cello, wie nah können Sie an der Geißel vorbeifliegen? Zu nah? Warum? Mir ist klar geworden, dass die Relikte unsere Chance auf einen Sieg anziehen. Egal, bringen Sie uns einfach nah ran und vertrauen Sie mir. Wir nutzen die Geißel zu unserem Vorteil. Na, wunderbar. Ja, das kann klappen. Das könnte klappen. Ich war noch nie so froh, dieses Ding zu sehen. Rufen Sie die Hyperion. Archon, für diesen ganzen Scheiß sind allein Sie verantwortlich. Tja. Ich mach bei Ihren Spielchen nicht mehr mit. Nun denn, du lässt mir keine Wahl. Im Gegensatz zu dir und dem Pathfinder brauche ich keine Tat. Ich habe deines. Du hast es deutlich schwerer gemacht, Pathfinder. Aber nicht nur. Oh mein Gott. Meridian. Wir müssen Meridian kontrollieren. Das ist die oberste Pflicht. Suvi, was ist das? Ein Wunder? Oh, Triebwerkausfall. Oh, scheiße. Sorry, Gravitationsumkehr. Bestimme den Kurs anhand der letzten Position. Sie ist nicht für Landungen gebaut. Wir schaffen das. Auch wenn's hart wird. Wo auch immer der Archon untertaucht, dort ist unser Ziel. Abwurf in 5, 4, 3. Heil. Archon setzt darauf, dass wir ihn nicht verfolgen, solange die Arche in Gefahr ist. Wir werden die Hyperion beschützt. Kandros, wen haben Sie bei sich? Die Einladung galt doch für alle. Außer natürlich, Sie wollen keine Hilfe von Kedera. Wir halten die Kette auf. Schnappen Sie sich Meridian. Okay, suchen wir den Archon. Genau, ich suche nach dem Archon. Pathfinder? Er hat Sie entführt. Captain Dunn? Der Kern leuchtet wie ein Weihnachtsbaum, aber Sam ist verstummt. Ich glaube, der Archon... Scheiße, ich weiß nicht, was er getan hat. Aber er hat Sarah, wozu auch immer Meridian fähig ist. Er wird versuchen, es unter seine Kontrolle zu bringen. Tja, der Archon... Konzentrieren Sie sich einfach aufs Fliegen. Ich werde Sie schon finden. Tja, Archon ist ja auch so ein Freak für sich. Naja, der Archon ist auch so ein Volk für sich. Hart Steuerbord, volle Kraft! Captain, was ist los? Wir müssen weiter, na los! Ja, der Archon. Das ist nicht die Hyperion. Die Cap postieren Truppen, um den Archon zu beschützen. Mischen Sie sich unter sie. Eine gefährliche Taktik, Kandros. Er hat recht. Wenn Sie zwischen Ihren Bodentruppen sind, kann das große Schiff nicht auf Sie feuern. Ich schätze, wir haben wohl keine Wahl. Oh ja. Na, sag wohl nichts anderes übrig. Oh mein Achtung, Gott. Sie kommen in einen Trümmerregen. Sie sollten besser den Kopf einziehen. Oh ja. Vor Ihnen einige Bauwerke, Pathfinder. Und gewaltige Energiesignaturen. Ich bin zwar kein Sam, aber das muss irgendeine Art Steuerung sein. Dann gehen wir eben zu Fuß. Wir werden dem Archon Meridian nicht überlassen.
Toll. Na der gut, Leute. Er wird Sarah benutzen, um Meridian zu einer Waffe zu machen. Das dürfen wir nicht zulassen. Das dürfen wir nicht zulassen. Ja, genau, so sieht's aus. Liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat euch an der Stelle wieder super gut gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo da lasst und vergesst nicht zu kommentieren, wie es euch gefallen hat. Und ich sage an der Stelle ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.